Farbenprächtig und steif wie zum Leben erweckte Zinnsoldaten marschierte die junge Garde der chilenischen Militärschüler auf. Im festlichen Rahmen der 60.000 Zuschauer paradierten sie vor Staatspräsident Alessandri, der die Spiele zur 7. Fußball-Weltmeisterschaft um den Rimé Cup eröffnete. Bei ihrer ersten Begegnung traf die deutsche Nationalmannschaft auf Italien. Sepp Herberger ebenso wie sein Kollege Ferrari von der italienischen Fakultät waren betont auf Sicherheit bedacht. Die temperamentvollen Azzurris verzweifelten an der konsequenten Manndeckung der deutschen Abwehr. Aber auch der deutsche Sturm hatte bei seinen Expeditionen kein Glück. Die heißblütigen Sivori und Maldini revanchierten sich bei ihren Gegnern mit gekonnten Fouls, die Schiedsrichter Davidson taktvoll übersah. Der Geiz des Schotten an klaren Entscheidungen ließ auch keinen Torpfiff zu. So blieb es beim 0:0. Einen Tag vorher rollte das Leder im Eröffnungsspiel zwischen dem chilenischen Gastgeber und der Schweiz. Alle internationalen Sportreporter, unter ihnen unsere Kameramänner, bekamen einen Vorgeschmack von der Hölle von Santiago. Der Schweizer Wüttrich war unbesonnen genug, seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Die chilenischen Zuschauer peitschten daraufhin ihre Matadore zu wütenden Gegenattacken auf. Den bejubelten Ausgleichstreffer krönte Linksaußen Sanchez mit einer Sonderschau. In der zweiten Halbzeit zerbrach der Riegel der Eidgenossen. Als Sanchez das 3:1 erzielte, präsentierte er sich seinen Anbetern in einem Huldigungslauf um das Tor. Beim Foul eines Gegners regeln die chilenischen Spieler die Bestrafung höchstpersönlich. Sepp Herberger wird froh sein, wenn er seine Schützlinge wieder gesund nach Hause gebracht hat. Und gerade deswegen, Senores, nehmen Sie diesen Ballzauber nicht so ernst. Verbleiben wir lieber in alter Freundschaft. Salud, amigo. Darauf ein Schlückchen.